Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hart am Wind Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hart am Wind von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2009. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine Box im Querformat. Auf dem Deckel der Box lesen wir einmal groß den Schriftzug der Band Freiwild. Unten rechts den Albumtitel Hart am Wind. Und passend zum Albumtitel haben wir hier auch den Sänger der Band Philipp, wie er hier scheinbar ein Seil zieht. Und das ist wohl an einem Segel befestigt. Also sieht so aus wie ein ziemlich heftiger Sturm, ein Wind, der hier tobt. Und dementsprechend muss das Segel hier gesetzt werden oder angezogen werden. Hier sehen wir auch noch weitere Seile im Hintergrund. Auf der Seite auch nochmal Hart am Wind. Dann limitierte Fanbox. Das Ganze ist auf 2000 Stück limitiert. Meine Box ist in diesem Fall die Nummer 1586. Also das hat man hier wirklich komplett durchnummeriert. Rechts nochmal der Bandname. Oben der Albumtitel. Und links nochmal der Bandname. Katalognummer und Barcode. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Also auch hier nochmal das Freiwild-Logo hier, das gehörnte, das geweihte W. Ansonsten hier noch die Infos und natürlich die Logos der Beteiligten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal mit dabei einen Sticker, eine Fahne. Das ist ein Aufkleber für die Autoscheibe, also ich glaube ein Heckscheibenaufkleber. So, dann haben wir hier einen Flyer, eine Autogrammkarte, dann einen Infozettel zu diesem Kleber, also zu diesem Heckscheibenaufkleber. Ein Button ist mit dabei. Dann eine Schablone, wenn ich sie rausbekomme. Ja, eine Schablone. Und natürlich das Album an sich. Ja, das Album hat hier unten Platz in diesem Kartoneinleger. Den kann man hier auch rausnehmen. So sieht das dann aus. Ja, ich werde meinen jetzt mal drin belassen. Bietet gut Platz für das Album, damit das hier auch nicht so rumfliegt in der Box. Und dann packen wir die Box dabei mal zur Seite. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kommt derweil noch auf Seite. So, alles mal weg da. Und dann starten wir. Also, das ist das Album Hart am Wind. Das Cover ident wie auch schon das auf der Box, nur etwas abgeschnitten. Also hier sehen wir wirklich nur so den Arm und den Kopf. Hier geht es dann weiter. Freiwild Hart am Wind, Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 18 Stück an der Zahl. Oben rechts der Barcode. Infos zum Album und natürlich wieder die Logos. So, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Als erstes kommt es das Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier Fotos der Band und natürlich auch die einzelnen Tracks Wort für Wort abgedruckt. Sehr schön. Hier kann man dann alles wunderbar nachlesen bzw. mitsingen. Das Ganze ist dann hier noch unterlegt mit Fotos, unter anderem Bandfotos, aber auch natürlich Fotos von Live-Auftritten. So sieht das aus. Eine Collage von Live-Konzerten. Lyrics ohne Ende. Fotos von Auftritten. Und hiermit endet das dann nach 18 Tracks. Hier geht es dann los mit den Credits. Und hier haben wir dann noch Grüße und Danksagungen. Ja, die Tracklist gibt es zum Abschluss auch nochmal. So sieht das dann aus hier auf der Seite. Packen wir wieder in das kleine Stecktäschchen hier. Dann gibt hier noch ein Foto und dann natürlich die CD.
Das ist die hier. Auch hier wieder das Albumcover drauf. Und dahinter alle vier Bandmitglieder nochmal abgebildet. So, dann packen wir das Digipack wieder zusammen und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar dem Sticker. Der kommt hier in einer Ellipsenform, also so rechteckig, kreisförmig, Ellipse eben. Freiwild.net lesen wir hier, also das ist die Website von Freiwild, das Ganze hier in schwarz-weiß. Dann haben wir einen Button, Freiwild Hart am Wind, also auch hier wieder das Albumcover nur etwas dunkler, hier in schwarz. Klassischer Button, ebenfalls kreisförmig. Dann haben wir die Fahne. Die kommt natürlich dem Album Artwork geschuldet auch wieder in schwarz und weiß. Und wir haben es hier mit einer Freiwildfahne zu tun. Dementsprechend steht natürlich auch Freiwild drauf. Also hier riesengroß der Schriftzug. Und darunter dann noch Hart am Wind 2009. Alle vier Ecken wurden hier entsprechend verstärkt, vernäht. Und wir haben dann hier auch noch so Metallösen mit eingearbeitet, sodass man diese Fahne dann auch wirklich aufhängen kann. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo einen Zettel vorfinden. Ja genau, hier ist der, den habe ich gesucht. So, und zwar lesen wir hier, das Ganze ist 100% Polyester. Gut, dann packen wir die Fahne mal wieder zusammen. Einmal schnell zusammenlegen das Ganze. So, einmal an den Ecken und so. Wunderbar. Fahne kann auch zur Seite. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Die sieht so aus, im Querformat. Und hier haben wir wieder ein Bandfoto und alle vier Jungs haben hier auch unterschrieben. Also Philipp, Christian, Jonas und Jochen, alle hier mit schwarzem Stift signiert. Auf der Rückseite die Tourdates und nochmal Infos zum Album. Das war die Hart am Wind Tour 2009. Okay. Dann gibt es auch noch einen Flyer. So sieht er aus. Auch hier wieder die Tourdates und die Infos zum neuen Album. Plus, okay gut, hier sind noch andere Infos zu Bands und Festivals. Also das war hier die ICS Festival Service GmbH, die scheinbar Freiwild Bookings damals gemacht hat. So, dann gibt es eine Klebeanleitung. Die erspare ich euch jetzt im Detail. Ist einfach hier so ein Zettel A4, beidseitig bedruckt. Hier auf der Rückseite gibt es wieder Infos zu anderen bereits erschienenen Alben. Aber die ist vor allem dazu da, dass man den nächsten Boxinhalt, und zwar diesen Heckscheibenaufkleber, entsprechend verwenden kann. Also, das ist ja gar nicht so einfach, so ein Ding anzubringen. Aber mit dieser Klebeanleitung ist es dann im Detail beschrieben. Wir haben hier einen transparenten Sticker. Also die meiste Fläche hier ist wirklich transparent. Und hier dann in weiß wieder der Schriftzug Freiwild. Und darunter nochmal die Internetadresse. Also, das, was dann wirklich auf der Heckscheibe sichtbar wäre, ist dann wirklich hier nur die weiße Schrift der Website und der Bandname. Ansonsten ist das hier transparent. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diese Schablone. Die kommt hier in schwarz, in so etwas gestärktem Karton. Natürlich gibt es auch hier wieder den Bandnamen. Und das Ganze kann man dann verwenden, unter anderem, man kann es natürlich einfach so ins Regal stellen, aber man kann es dann an beliebige Oberflächen so dranhalten oder drauflegen und dann mit Farbe oder zum Beispiel einer Sprühdose entsprechend hier den Schriftzug auf die Oberfläche bringen. Ja, also eine klassische Sprühschablone. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Schablone, dann haben wir den Heckscheibenaufkleber hier im Querformat mit der zugehörigen Klebeanleitung, den Albumflyer, die unterschriebene Autogrammkarte, die Fahne im Querformat, den elliptischen Sticker,
den Button kreisförmig und natürlich das Album an sich im Digipack Hart am Wind mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hart am Wind von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.